Ja, moin Leute, heute gibt's mal wieder ein Unboxing, weil es das lange Zeit nicht gab. Ja, schauen wir doch mal, was ich hier bekommen habe. Also, wenn man das Paket hier aufmacht und hier rausnimmt. Ja, ihr wisst es schon, es ist ein iPhone 4S. Ja, ich habe es mir in Weiß bestellt mit 64 GB, wie ich das gesagt hatte. Ja, und jetzt fragen natürlich wieder Leute, ja, woher nimmst du das ganze Geld? Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr euch sowas auch mal kaufen wollt, etwas arbeiten und sparen sollte da helfen. So jetzt hier. Ja. Ich war nämlich unglücklicherweise oder auch glücklicherweise, es war ja schön, in Israel, wie ihr wisst. Es kam schon letzte Woche Donnerstag an. Aber ja, nun kann ich das Ganze hier auspacken. Wie die Verpackung aussieht, wisst ihr. iPhone, iCloud und Apple. Und an der Seite iPhone 4S. Hat ja sowieso schon jeder gezeigt. Von daher auch hier nichts Neues. Neu bei mir, ich habe mir direkt einen Screen Protector mitgekauft. Sozusagen, den ich jetzt direkt danach drauf machen werde. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das zeigen werde. Aber der Karton fühlt sich gut an, muss ich sagen. Und here we go, iPhone 4S. Jetzt bist du mein. Herzlich willkommen im Hause Möller. Hier unten drunter natürlich wieder zum Laden Kopfhörer und das Ladekabel. Ja, und dann haben wir hier drin noch den SIM-Kartenstecker, also womit wir den SIM-Kartenslot öffnen können. Hier drin. Ja. So sieht eigentlich das iPhone jedes Mal aus, wenn man es auspackt. Wie gesagt, hier in Weiß mit 64 GB. Darf ich jetzt meinen eigenen nennen? Und das war's eigentlich auch schon. Ich meine, so ein Unboxing ist ja nicht viel dabei. Ich könnte jetzt hier aus Spaß mal noch was hervorholen, was sich hier in den Unweiten meines Rucksacks verbirgt, nämlich ein grüner Bumper, den ich mir noch mit dazu gekauft habe, beziehungsweise den ich mir heute im O2 Shop geholt habe. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass der passt, weil iPhone 4 und iPhone Vier sind jedoch ein ganz klein wenig verschieden. Also hier oben beim muss ich mal hier zeigen. Upsala. Hier oben ist das Ganze beim iPhone 4S etwas weiter nach unten verschoben. Also die Mute-Taste oder der Mute-Schalter, besser gesagt, und die Lautstärke-Regler-Tasten, die sind nämlich ein klein wenig nach unten gerutscht. Vom iPhone 4 zum iPhone 4S. Aber eigentlich sollte das Ganze trotzdem passen. Wenn man sich jetzt hier mal anguckt, passt es das auch. Also, ja, sollte ich natürlich möglichst so machen, dass ihr hier auch was seht. Und dann kann man das Ganze einfach hier hineinstecken und benutzen. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt gleich hier diese Folie, die auf dem iPhone immer noch drauf ist, gleich noch abmontieren und durch eine richtige Screen Protector Folie ersetzen. Aber so weit, so gut. Passt der Bumper erstmal. Man sieht, der passt nicht ganz perfekt. Man kommt aber trotzdem an den Lautstärke an den Mute-Knopf hier heran. Also hier oben. Ja, na gut. Da muss ich App, also muss man noch mal mit Apple reden. Aber gut, egal. Es passt erstmal soweit. Und ja, soweit zum Unboxing des neuen iPhone 4S, was ich nun als iPatch-Tester, ja, iPatch-Tester wegen iPhone, ja, mein eigen nennen darf. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis später!